Die Spielvereinigung Unterhaching in Rot ging gegen 1860 München in der 19. Minute in Führung. Erst wurde dem Freistoßschützen Danny Schwarz das Tor zugeschrieben, bis die Zeitlupe belegte, dass David Strilic den Ball als letzter berührte. Die Gäste aus Unterhaching mit den besseren Chancen, wieder Strilic. Man merkt, UEFA-Cup-Teilnehmer 60 München, die sieglose Serie von mittlerweile 7 Spielen an. Konfus, aber hier zumindest glücklich in der Abwehr. Auch in der zweiten Halbzeit die Löwen nur nach Standardsituationen gefährlich. Ganz im Gegensatz zu Unterhaching, die hinten Beton anrührten, vorne aber den Raum gut nutzten. Erst der eingewechselte Rackli und dann der ebenfalls eingewechselte Markus Oberleitner in der Schlussphase mit dem 0:2. Die Entscheidung. Hervorragend dabei die Vorbereitung von Kapitän Zimmermann. Unterhaching gewinnt so das erste seiner Münchner Derbys überhaupt und überholt 60 München in der Tabelle.